Time.
Das Pack aus Hamburg. Wieso treffe ich ausgerechnet, wenn ich nicht in Hamburg bin, lauter Hamburger Bands hier? Das weiß ich auch nicht, die sind die ganze Zeit unterwegs, ne? Ja. In Hamburg kann man auch nicht ein ganzes Jahr spielen. Und das ist ja so wunderschön, dass man irgendwie noch Eschwege hat, als, sag ich jetzt mal, potenzielle Ausweichsoption. Sag mal, wie kommt ihr das mit euch und den Liedermachings? Was ist das für eine Geschichte? Man gehört ja so dazu, ne? Okay. Man macht ja verschiedene Dinge, mal laut, mal leise. Okay. Ist ja so wie im Leben, dass man gerne auch mal scharf isst. Und manchmal darf es auch mal so ein Milchreis sein oder so, aber eher nur mit Vanille oder irgendwie sowas. Sowas ganz Lockeres, Leichtes, was Sanftes. Und so ist es ähnlich auch mit der Musik. Mal akustisch, mal laut und dies und das. Und genau, so kommt es zustande. Okay, und Monsters sind ja hier in Eschwege natürlich wirklich so der, seit Jahren so die wichtigste Kultband ohne die Eschwege. Die wichtigste. Ja. Könnt ihr euch erklären, wie das kommt? Nein. Nein, okay. Nein. Vielleicht, weil die Leute so nett sind oder so. Das okay. kann, oder so intelligent. Das hat ja auch ein bisschen, wir machen auch intelligente Texte. Und ich denke, dass gleich und gleich gesellt sich gern. Sowas. Okay. So. Nee, wir sind natürlich auch schon seit 10 oder 12 Jahren oder seit es uns gibt, okay. immer hier und man gewöhnt sich gerne an so schöne Dinge. Das ist doch schön. Sag mal, noch letzte Frage, euer Piratenschiff auf dem Ding, ist das von den Los Piratos oder? Nee. Habt ihr selbst entworfen? Ich kenne, ehrlich gesagt, habe ich den Menschen, der es entworfen hat, nie gesehen. Okay. Aber er ist ein sehr guter Mann. Und es ist einfach ein Schiff, ich glaube, es ist so eine Kogge. Ja. Ich möchte jetzt nicht die Exklusivität auf einer grundsätzlichen Kogge von irgendwelchen Menschen irgendwie oder grundsätzlich für das Pack irgendwie da meine Hand drauflegen. Deswegen ist es so, sage ich jetzt mal so, das nordische, hamburgerische Gefühl, was durch diese Kogge, Hanse Kogge, eventuell, also, ich glaube, Hansa Rostock hat das am Ende auch nicht, dass wir irgendwie, also ich bin ja... Hansa Rostock haben wir ja irgendwann... Aber es hat mit Hansa Rostock ja gar nichts zu tun oder irgendwas, aber es geht ja eigentlich um die Kogge, so, und die ist da drauf. Ist hat drauf. Nichts mit gar keinem zu tun. Auch weder mit Piratos, noch mit, nichts mit, nicht mit St. Pauli, nein. Okay, gut. Also nicht mit St. Pauli. Und nicht mit Hansa Rostock, aber auch nicht mit dem HSV. Okay. Das hat nicht mal was mit irgendwelchen Sport zu tun, meine Damen und Herren, sondern einfach nur mit Lebensgefühl und Musik. Okay, dann bis nächstes Jahr hier wieder oder bis irgendwann früher. Ich freue mich. Ich bin naiver Polit, bin bisschen hinten auf Wind, auf Wind mit Pulli von Pantalon.
erste Liebe, erste Sex des Sieres. Experimentiere mit Schnäpsen oder Bieren. Ich kam auf Weed, ich glaub, auf der Tape, Paranoia, abverarbeitete, es wird Rap und fing von neuem an. 2001 war ein wichtiges Jahr. Ich habe jede Menge Hort noch wichtige Schritte gemacht. Noch im Nachhinein verklärt man gerne die Vergangenheit. Meistens ging es mir nicht gut und ich wollte irgendwo anders sein. What just to be? Things will never be the same. What just to be? Mit 15 war ich nur ein zugekiffter Jugendlicher. Mit einem Teleskop, Schlagstoff in Schultern ist da irgendwo zwischen Royal und Kong, Benjamin Blümchen, zwischen Koma saufen und Cowboy und Indianer spielen. Hatte keine Freunde, als wir umgezogen waren. Und es war mir so leer, als ich von der Schule flog, egal. War ein längst nicht alleiner Riga Straßenleber. Wusste nicht einmal den Namen meines Klassenlebers. War der beste Freestyler meiner Altersklasse. Nicht weil ich so gut war, nee, die anderen waren einfach kacke. Hab mein Textbuch noch, doch immer wenn ich lese, was ich damals aufgeschrieben habe, kommen mir die Tränen ohne Dumme mit. Wäre ich oft allein gewesen, shit, mein Thema klingt. Benny hatte einen Eindruck in die Shit. Ich habe alles in mir von der nächsten Schule, Klo, der Klassenlehrer, meinen Eltern, ein Psycholog.